Hallo liebe Fans des Nähparks und willkommen in meinem Nähzimmer. Mein Name ist Steffi, ich bin die Quilterin hinter dem Label Quiltwerke. Seit gut 10 Jahren findet ihr mich auf Instagram unter dem Handle @quiltwerke und dort teile ich meine Quiltreise, Tutorials, Tipps, quasi alles rund um das Thema Nähen und Quilten. Außerdem habe ich vor circa 2 Jahren angefangen, meine eigenen Schnittmuster zu schreiben. Die findet ihr mittlerweile in meinem eigenen Online-Shop www.quiltwerke.com. Auch Kurse habe ich angefangen anzubieten und die findet ihr ebenfalls in meinem Shop. Außerdem kennt ihr mich vielleicht auch als Gastdesignerin der Das mache ich für mich Boxen von Das mache ich nachts und ich bin ebenfalls in der Reihe der Experten der Nähgang anzutreffen. Neben klassischen Patchwork-Techniken habe ich auch noch eine andere Lieblingstechnik, das Foundation Paper Piecing. Hierzu schreibe ich auch schon eine Weile eigene Anleitung für mich oder auch für die Nähgang. Und so hat mich dann der Nähpark gefragt, ob ich nicht Lust habe, eins ihrer Motive, die Nähpark-Nähmaschine, einmal in ein FPP-Schnittmuster umzuwandeln. Und das habe ich getan. Deswegen sind wir heute hier. Ich habe euch dieses Schnittmuster hier mitgebracht. Die Vorlage dazu findet ihr unter diesem Video. In diesem Video werde ich euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie ihr diesen Block näht. Erhältlich wird er sein in 2 Größen, einmal diese kleine Größe und die andere Größe ist dann etwa doppelt so groß. Und ihr könnt ihn in jedweden Projekten verwenden, so wie ihr eben Lust habt, ob es jetzt ein Kissen ist, ein Quilt daraus näht, eine Tasche, wie auch immer. Ja, aber ich möchte gar nicht viel erzählen hier, sondern es geht jetzt direkt weiter. Lasst uns starten mit der Erklärung zu unserem Nähmaschinenblock. Bevor ich mit der Demonstration starte, möchte ich gerne noch ein paar Worte darüber verlieren, was denn jetzt überhaupt FPP ist oder Foundation Paper Piecing ist und was man dafür braucht. Also Foundation Paper Piecing, abgekürzt FPP, ist eine Methode, mit der man mit Hilfe von Papier, das ist die Foundation, also die Basis, einen Block oder ein Motiv nähen kann. Das heißt, man hat eine Papiervorlage, die zum Beispiel so aussieht. Das ist jetzt ein Element von der Nähmaschine, die wir gleich nähen werden. Und näht den Stoff hier drauf fest. Und zum Schluss, wenn dann der Block fertig ist oder das Quilt-Top oder was auch immer man näht, entfernt man das Papier wieder und hat dann seinen fertigen Block quasi übrig. Warum machen wir das jetzt? Man kann hier dran schon ganz gut erkennen, dass man mit der Methode Formen nähen kann, die man mit herkömmlichen Patchwork-Methoden einfach nicht hinkriegen kann. Ich habe hier ein Beispiel noch, zum Beispiel so eine Blume. Das ist ein Schnittmuster, an dem ich gerade arbeite, das ich wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, schon rausgekommen ist. Das ist Fleur. Und hier kann man gut sehen, also es gibt Nähte, die in allen möglichen Winkeln aufeinandertreffen. Und man kann auch sehr gut erkennen, dass das sehr, sehr exakt hier alles aufeinander trifft. Das kriegt man mit, wie gesagt, mit herkömmlichen Patchwork-Methoden so nicht hin. Und mit dieser Papiertechnik hat man dann zum Schluss halt einen fertigen Block. Man sieht, hier ist kein Papier mehr drauf, in diesem Motiv genäht. Was auch noch wirklich schön ist, ist, dass diese exakten Punkte und so weiter, also die Genauigkeit, die man damit hinbekommt, wirklich sehr, sehr unkompliziert funktioniert. Man muss sich gar nicht so groß konzentrieren, um dann wirklich diese guten Punkte und Nähte und geraden Nähte und so weiter hinzubekommen. Okay, also das mal als Grundlage, wofür FPP jetzt steht. Jetzt reden wir mal kurz darüber, was man denn braucht. Eigentlich gar nicht viel. Also man braucht sein klassisches Patchwork-Werkzeug. Man näht das mit einer Maschine, mit der Nähmaschine. Man braucht kein besonderes Garn. Die Nähmaschine sollte man ein klein wenig vorbereiten. Eine frische Nadel ist immer eine gute Idee und grundsätzlich sollte man beim FPP die Nadel auch relativ häufig tauschen. Die wird nämlich schneller stumpf, wenn man mit Papier arbeitet. Dann
kann man ganz klassisches Garn benutzen und die Stichlänge müsste noch reduziert werden. Also man arbeitet bei FPP eher mit einer Stichlänge, die etwas kleiner ist, zwischen 1 und 1,5, weil man so sein Papier gut perforiert und eine stabile Naht hat und so das Papier letztendlich gut nochmal entfernen kann. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Schneidematte, wir brauchen Rollschneider. Da habe ich generell immer gerne zwei zur Hand. Das hier ist mein Rollschneider, der auch Papier schneiden darf. Da ist immer eine ältere Klinge drin. Und das ist mein normaler Standard-Stoffrollschneider, immer schön mit frischer Klinge. Und ich achte darauf beim Arbeiten, wenn ich denn Papier schneiden muss, dann nutze ich immer den. Ansonsten habe ich dann den für einen leichten Zuschnitt. Ein Quilllineal ist auch immer eine gute Idee beim Zuschneiden oder Zurückschneiden der Blöcke, der fertig genähten Blöcke brauchen wir den, gegebenenfalls auch noch zwischendrin. Dann macht es Sinn, ein bisschen Washi oder Tesafilm zur Hand zu haben, wenn man Blöcke hat, wie zum Beispiel diesen hier, die man noch zusammensetzen muss. Also das ist hier... Es ging über zwei A4 Seiten und ich setze das immer gerne mit Washi zusammen. Das kann man dann ein bisschen leichter entfernen, wenn das zusammengenäht ist. Es geht aber auch tatsächlich mit Tesafilm. Dann natürlich Papier. Ich nutze ganz normales Kopierpapier. 80 Gramm pro Quadratmeter ist die Einheit, glaube ich. Man kann auch extra dünnes verwenden, 50 oder 60 Gramm. Dann lässt sich das Papier noch ein bisschen einfacher entfernen. Es kann sein, dass es sich dann beim Bügeln schneller wellt. Das kann stören. Probiert einfach mal aus, was für euch am besten funktioniert. Okay, und dann... nutze ich noch gerne zum Fixieren des Stoffes auf dem Papier im allerersten Schritt einen Kleberoller. Letztendlich könnt ihr alles nutzen, was irgendwie klebt und auswaschbar ist, beziehungsweise keine Rückstände hinterlässt. Ein Soline-Stift oder einfach ein Bastelkleber, so ein Stift, Prittstift, Uhu-Stift, wie auch immer die auswaschbar sind, gehen auch wunderbar. Und dann noch als kleines zusätzliches Gadget, das aber kein Muss ist, die Arbeit aber etwas erleichtert bzw. schneller gestaltet, ist der Add a Quarter Ruler. Das ist Add a Quarter Plus sogar, der hat noch so eine Faltkante. Die Länge ist letztendlich egal. Bei kleinen Teilen ist der hier handlicher, dafür bei großen Stücken muss man hier nicht lange rumschieben. Schaut mal vielleicht, wenn ihr euch ein Zusatzwerkzeug gerne anschaffen möchtet, weil ihr FPP plötzlich lieben lernt, dann kann ich euch das hier empfehlen. Aber wie gesagt, es muss nicht sein. Okay, das sind jetzt erstmal die Werkzeuge, die wir brauchen. Jetzt geht's ans Vorbereiten unseres Projekts. Ich starte ein komplizierteres FFP-Projekt, so wie dieses hier, gerne damit, dass ich mir meine einzelnen Elemente des Bildes oder des Blockes einmal auslege, um zu sehen, ob ich auch verstehe, wo die ganzen einzelnen Teile hingehören und es so dann letztendlich auch richtig markieren kann. Was markiere ich? Ich schaue mir mein Bild so an und schaue und markiere mir, wo welcher Stoff letztendlich hinkommt. Hier ist auch schon ein Teil eingefärbt. Bei manchen kann man das vielleicht nicht ganz so deutlich erkennen oder vielleicht habt ihr andere Stoffe gewählt, andere Farben. Deswegen macht es Sinn, an dieser Stelle das einmal so hinzulegen und dann in die einzelnen Felder nochmal reinzuschreiben, welcher Stoff jetzt letztendlich dahin gehört. Ihr könnt es auch mit Buntstiften zum Beispiel anmalen. Also irgendeine Markierung, die euch das Nähen im Prozess selber ein bisschen erleichtert, ohne dass ihr halt ständig hin und her gucken müsst, Moment, welche Farbe hatte Feld D7 jetzt nochmal zum Beispiel, ja.
Gut, das werde ich gleich einmal machen. Und dann seht ihr, dass ich die einzelnen Teile ja auch noch vorbereitet habe. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die einzelnen Felder alle einmal grob ausgeschnitten. Wichtig ist, dass ich hier diesen Rand einmal stehen lasse. Und ich habe einmal vorgeknickt. Ich habe alle inneren Linien hier vorgeknickt. Also die durch den Block durchgehen, einfach einmal zurückgefaltet und entlang geknickt. So, vielleicht noch einmal zur Erklärung, was heißen jetzt überhaupt die Linien? Also, jedes einzelne Element meines Blockes hat durchnummerierte Felder. Das ist jetzt der Block I und die sind nummeriert in I1, I2, I3. Die Zahlen geben vor, in welcher Reihenfolge ich meine einzelnen Stoffteile an das Papier dran nähe. Es gibt immer eine Vorderseite, das ist die bedruckte Seite, und eine Rückseite. Auf die Rückseite kommt der Stoff. Ja? Also der Stoff kommt auf diese Seite. Dabei liegt die linke Seite des Stoffes immer auf dem Papier auf und ich sehe die schöne rechte Seite oben. Auf der Rückseite hier wird dann genäht. Und ich nähe der Reihenfolge der Felder nach. Ich lege als erstes mein Stoffstück 1 auf. Und dann nähe ich als nächstes das Feld 2 dran, also den Stoff für das Feld 2 dran und dann Feld Nummer 3 und so weiter. Wichtig ist auch noch diese äußere Linie hier. Die gibt's nicht in jedem Schnittmuster. Es gibt manchmal Schnittmuster, da fällt diese äußere Linie weg. Das ist letztendlich hier die Nahtzugabe. Und habt ihr ein Schnittmuster, wo diese Linie wegfällt, müsst ihr die selbstständig quasi nochmal dazu nehmen und darauf achten, dass wenn ihr eure Felder bedeckt, ihr auch gleichzeitig eure Nahtzugabe bedeckt. Das macht vielleicht gleich, wenn ich das demonstriere, noch ein bisschen mehr Sinn. Nicht jede FPP-Vorlage hat auch so viele einzelne Teile. Es gibt auch FPP-Vorlagen, die zum Beispiel nur aus einer einzigen Vorlage bestehen. Dann näht ihr quasi nur euer Einzelelement. Wir in unserem Fall müssen jetzt einige Einzelelemente mit der FPP-Methode nähen und setzen die dann anschließend zusammen zu unserem gesamten Block. Ja, im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt an einem Beispiel, wir nehmen als Beispiel hier den Block E, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Okay, wir nähen jetzt das Element E. Und wie schon erwähnt, starten wir immer mit dem allerersten Feld, mit der Nummer 1. Und was müssen wir tun? Wir bringen jetzt als allererstes unseren Stoff auf der Rückseite an. Und zwar so, dass das komplette Feld E1 bedeckt ist, inklusive 1/4 Inch Nahtzugabe rundherum. Und hier kann man das jetzt ganz gut sehen. Kann sich so sein Papierelement sehr gut gegens Licht halten und kann dann die Linien durchscheinen sehen. Wer keine Lichtquelle hat, der kann diese vorgefalteten Linien auch ganz gut nutzen, um das Stoffstück anzubringen. Und wie machen wir das jetzt? Wir legen unser Stück Stoff, ich habe hier so ein Reststück genommen, da drüber. Und hier sieht man es auch noch so halbwegs. Man kann halt die Linien so ein bisschen durchscheinen sehen. Und ich kann sehen, rundherum ist das komplette Feld bedeckt plus Nahtzugabe. Und das allererste Stoffstück, das wird dann temporär fixiert. Ich mache das, wie gesagt, ganz gerne mit diesem Kleberoller. Danach ist das nicht mehr notwendig, nur für das erste Stück Stoff. So, Feld 1 ist damit quasi bedeckt. Und jetzt geht's direkt zu Feld 2 und die nächsten Schritte, die wiederholen wir jetzt quasi immer und immer wieder, bis wir alles mit Stoff bedeckt haben. So, wir schauen erstmal, wo ist unser Feld 2? Das ist dieses kleine Feld hier. Was wir jetzt machen ist, wir drehen uns das um, so, dass wir die Linie zwischen E1 und E2 einmal zurückfalten können an der Stelle. Und jetzt müssen wir uns unsere Nahtzugabe hier zurechtschneiden. Das kann man entweder mit einem Quiltlineal machen. Da legen wir die 1/4 Inch Linie an die Knickkante an, so. Und dann würden wir hier jetzt einmal mit dem Rollschneider entlang gehen. Oder wir nutzen unser Quarter-Lineal. Hier kann man quasi diese Kante einmal hier gegen die Faltkante einrasten lassen. Das geht einen Tacken schneller und rutscht halt nicht so schnell.
So, also wir schneiden uns das einmal zurück. Jetzt steht nur noch unsere Viertel-Inch Nahtzugabe da. Jetzt schauen wir uns nochmal unser Feld E2 an. Das Feld wollen wir nun bedecken. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein Stoffstück, einen Rest, was auch immer aussuchen, das groß genug ist, um dieses Feld zu bedecken. Und wir müssen bei jedem Anlegen, also gerade wenn die Linien so schief sind, uns so ein bisschen auch nochmal Gedanken dazu machen, wie müssen wir das Stoffstück jetzt anlegen, dass wenn man das jetzt hier festnäht, also wir nähen das jetzt im nächsten Schritt fest, und man es dann anschließend umklappt, dass es das Feld dann auch letztendlich bedeckt. Ich demonstriere jetzt erstmal das in diesem Schritt mit dem Umklappen noch nicht, sondern zeige erstmal das grundlegende Prinzip des Festnähens und dann im nächsten Schritt kann ich dann noch mal ein bisschen genauer erklären, was man macht, damit man sichergehen kann, dass das Feld auch bedeckt ist. Aber man sollte sich so oder so nicht davon direkt verrückt machen lassen, wenn das die ersten paar Male nicht gut funktioniert. Das ist tatsächlich einfach auch eine Sache der Übung. Okay, also ich stecke mir das jetzt hier noch einmal fest, damit das auf dem Weg zur Nähmaschine nicht verrutscht. Und und noch wichtig zu erwähnen, die Stoffe, die liegen jetzt quasi rechts auf rechts. Sieht man natürlich jetzt bei den Unis nicht, ja, aber an der Stelle muss es rechts auf rechts gelegt werden. Jetzt gehe ich damit zur Nähmaschine und jetzt nähe ich meine Naht zwischen E1 und E2, einmal von dem Punkt bis zu dem Punkt. Und als grundlegende Regel kann man sagen, dass wenn Linien innerhalb des Blockes starten oder und enden, dann wird immer verriegelt. Also sowohl hier als auch hier werde ich jetzt verriegeln. Okay, so sieht das jetzt aus. Also ich habe es wirklich einfach so unter meine Nähmaschine gelegt und dann da drauf genäht. Da und da habe ich verriegelt. Und ich habe eine 1,1 lange Stichlänge verwendet. Das ist auch noch wichtig, also kleine Stichlänge. Wenn ich das jetzt umdrehe, sieht das jetzt so aus. Ich nehme jetzt mal meine Nadel raus. Dann klappen wir das einmal um. Bei so kleinen Nähten ist das immer ein bisschen tricky. So, und jetzt müssen wir schauen. Nachdem der Stoff jetzt umgeklickt ist, und das ist jetzt quasi meine rechte Seite, ich gucke nach oben, bedeckt mein Stoffstück jetzt komplett das Feld, was es bedecken soll. Und das ist hier jetzt wirklich sehr klar, dass hier sowohl das Feld als auch meine Viertel-Inch Nahtzugabe rundherum bedeckt ist. Ich sehe das ja hier an allen Kanten quasi durchgucken. Manchmal kann man sich da auch noch so ein bisschen mit behelfen, kann man das sehen, mit der Lichtquelle, dass man dann sieht, wo endet mein Stoffstück und so weiter. Und kann das dann sehen. So, damit habe ich jetzt sowohl Feld 1 als auch Feld 2 bedeckt. Jetzt schauen wir, wo ist unser nächstes Feld. Das ist da drüben. Als nächstes muss nun Feld 3 bedeckt werden. Ich mache jetzt, also das büge ich jetzt noch einmal hier platt. So, damit ich auch schöne, crispe Kanten habe. Und jetzt kommt Feld E3. Ich mache genau das Gleiche. Ich lege es mir wieder so hin. Jetzt falte ich es quasi entlang der Linie zu E3 zurück und kann meine Nahtzugabe einmal zurückschneiden. So. Jetzt lege ich mir hier an meiner Linie mein nächstes Stoffstück an. Die sind jetzt alle ein bisschen groß, aber es ist nicht schlimm. Lieber zu groß als zu klein, meine Stoffreste. Okay, dann versuche ich jetzt nochmal 2, 3 Worte da zu lassen, wie man denn sicher gehen kann oder ein bisschen aufpassen kann, dass das Feld auch tatsächlich bedeckt ist. Also hier sieht man jetzt, das ist ja eine diagonale Linie und je nach Rest, also man könnte ja auch quasi sowas Kleines versuchen zu nutzen, dann man legt das dann an, dann kann es schon irgendwie sein, dass dann plötzlich irgendwie das dadurch, dass meine Faltkante diagonal ist oder vielleicht auch meine Nähte oder meine Schnittkanten an meinem Stoffstück auch unterschiedliche Richtungen haben, dass sobald man das dann umklappt, dann irgendwie doch nicht das Feld bedeckt ist. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kryptisch an, aber beim Nähen werdet ihr wahrscheinlich sehen, was ich meine. Um sich das Ganze jetzt so ein bisschen zu erleichtern, kann man quasi mal ausprobieren, quasi mit Fingern, wo denn mein Reststück landen würde. Also ich mache das jetzt an dem Beispiel. Entweder ich nehme mir hier quasi so dieses Lineal
und lege das so hin, als wo quasi meine Viertel-Inch Nahtzugabe endet und wo meine Nahtlinie entlang gehen würde. Und dann kann ich das einmal so umklappen. Und dann kann man mit den Faltkanten schon manchmal ganz gut sehen, wo geht das denn jetzt entlang und bedeckt das dann mein ganzes Feld. Dann kann ich das auch nochmal so wegnehmen und dann vorsichtig hochnehmen und gegens Licht halten und schauen, ach, passt das jetzt oder passt das jetzt nicht. Also dieses Zurückklappen entlang der Linie, wo denn dann genäht werden sollte, ist tatsächlich eine ganz gute Idee. Okay, für mich ist das jetzt an der Stelle hier ein bisschen knapp. Also das endet ja hier. Wenn ich das jetzt zurückklappe, bin ich mir nicht sicher, ob hier mein Ende tatsächlich auch wirklich dann genug übersteht für meine Folgenähte. Deswegen nehme ich mir dann hier an der Stelle lieber nochmal ein größeres Stoffstück und lege das an. Da bin ich dann auf der sicheren Seite. Da hat man natürlich auch mehr Müll, mehr Verschnitt im Stoff, aber ich habe lieber ein bisschen mehr Reste oder Verschnitt, als dass ich dann auftrennen muss. Sollte es doch mal schief gehen, ist Auftrennen kein Problem. Sollte halt nur nicht zu oft passieren, weil ich mir durch die Stiche mein Papier natürlich perforiere. Und dadurch dann sein kann, dass meine Vorlage einfach nach mehrfachem Auftrennen einfach auseinanderfällt und dann nicht mehr nutzbar ist. So, also ich habe es wieder angelegt, fixiert, ich drehe es mir um und ich werde jetzt entlang dieser Linie hier nähen. Und hier an diesem Punkt, der innenliegende Punkt, da werde ich jetzt auch wieder verriegeln. Und hier muss ich meine Nahtlinie durch die Nahtzugabe nach außen hin verlängern. Ich werde bis außerhalb des Blockes quasi nähen und hier muss ich nicht verriegeln, weil ich meinen Block hinterher zurückschneide. Dann würde ich meinen vernähten Knoten quasi mir selber abschneiden. Also hier verriegeln und sobald es durch die Nahtzugabe nach außen geht, muss nicht mehr verriegelt werden. Okay, ihr seht das jetzt, hier wieder verriegelt, hier bis nach außen genäht. Ich klappe es mir wieder um. Meine Nadel raus. Jetzt kann ich mein Stück Stoff umklappen. Das ist jetzt auch wieder sehr klar, dass mein Feld 3 komplett bedeckt ist. Das jetzt noch einmal gebügelt. Und jetzt sieht es so aus. Also gehen wir jetzt zum nächsten Feld. Das war jetzt E1, E2, E3 haben wir gemacht. Als nächstes kommt Feld E4, hier dieses große. Und jetzt machen wir es wieder, so wie eben. Knicken, drehen um, knicken entlang dieser Linie, begradigen unsere Nahtzugabe. So, und nun das nächste Stoffstück. Also hier, das meine ich mit dem, es ist sehr klar, ne? Also hier wird nichts schief in irgendeine Richtung gefaltet. Man kann maximal nochmal gucken, okay, ich halte es mir hier einmal fest. Ist es denn auch lang genug hier an der Ecke? Und ja, sieht gut aus. Also stecke ich mir das jetzt hier einmal fest und gehe nun wieder zur Linie, Entschuldigung, zur Nähmaschine und werde jetzt hier entlang meiner Linie nähen. Hier muss ich aufpassen, hier ende ich wieder quasi mitten im Block. Hier wird verriegelt und hier nähe ich durch die Nahtzugabe. So, auch die Naht ist genäht. Machen wir das gleiche wie eben auch schon. Wird umgeklappt. Und ja, mein Feld wird komplett bedeckt, man sieht es hier. Deswegen kann ich es jetzt einmal festbügeln. So sieht es jetzt einmal aus. Und jetzt gehen wir zu Feld 5. Es fehlen noch zwei Felder, einmal hier Feld 5. Klappen zurück, schneiden die Nahtzugabe zurück. So, Feld 5 ist blau, da lege ich jetzt mal mein Reststück hier an. So, das ist jetzt tatsächlich eine etwas seltsame Form, da gucke ich auf jeden Fall einmal, wenn ich das jetzt umklappe. Ja, das sieht gut aus, dass das das Ganze einmal bedeckt. Ich stecke es fest und gehe zur Nähmaschine. So, ich klappe wieder meine genähte Linie um, entlang meiner neuen Naht um. Das wird komplett bedeckt, also kann ich bügeln. Okay, jetzt fehlt mir noch das allerletzte Feld. Auch hier muss ich wieder einmal umklappen, meine Nahtzugabe zurückschneiden. So sieht's aus.
Und nun lege ich hier, ich habe hier noch mein großes Stück Stoff, das darf ruhig auch so groß sein. Ich schneide das dann lieber eng zurück, sobald es fest ist. So spare ich mir am meisten von diesem großen Stück Stoff. Man kann aber natürlich auch vorher schon mal jetzt das grob schneiden, dann ist es im Handling ein bisschen einfacher. So. So, und ich nähe die letzte Linie. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Was ich jetzt tatsächlich noch ganz gern mache, ist, wenn ich so im letzten Schritt ein relativ großes Stoffstück habe, was hier da einmal fest gebügelt wird. Fest ist ja relativ, ne? Es wird nur an Ort und Stelle für eine schöne crispe Kante hier gebügelt. Dann klebe ich mir das tatsächlich ganz gerne auch nochmal an dieser Stelle einmal kurz ein bisschen fest, damit es beim Zuschnitt gleich nicht verrutschen kann. Ja? So als kleiner Extra-Tipp. Also, ich habe alle meine Felder bedeckt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt muss ich meinen Block zurückschneiden. Ich schneide den zurück entlang dieser äußeren Kante. Dabei kann man auch nochmal wunderbar die Nahtzugabe kontrollieren. Wobei, dann ist es eigentlich zu spät. Aber genau, ich lege mir meine äußere Linealkante an meine äußere Kante des Blockes an. Hier sieht man auch, ja, es ist wunderbar, der Viertel-Inch. Und jetzt schneide ich einfach meinen Block einmal rundherum zurück. Okay, so sieht's aus. So war meine Vorlage, so sieht nun mein fertiges Blockelement aus. Bei manchen Designs bin ich an dieser Stelle jetzt tatsächlich dann quasi schon fertig, habe meinen Block und kann ihn weiterverarbeiten. In diesem Fall müssen wir aber natürlich jetzt noch unsere einzelnen Elemente zur großen Nähmaschine zusammensetzen. Und wie das funktioniert, zeige ich jetzt im nächsten Schritt. So sehen nun die fertigen einzelnen Elemente aus. Hier ist nochmal unser Teil E, das wir zusammengesetzt haben. Alle anderen habe ich mittlerweile auch zusammengesetzt. So, und jetzt als nächstes heißt es, diese einzelnen Stücke zu einem Gesamtblock zusammenzusetzen. Das machen wir in Etappen. Vielleicht nochmal erstmal als grundlegende Basisinformation. Und zwar ist die offizielle Vorgabe, dass man das Papier im Block drin lässt oder im Blockelement drin lässt. Auch wenn man zum Beispiel einen ganzen Quilt aus so Blöcken näht, dann macht man quasi das Quilt-Top fertig und erst ganz zum Schluss entfernt man das Papier. Warum macht man das? Wir haben hier an mehreren Stellen Nähte, die im Schrägfadenverlauf laufen. Und dadurch ist der Stoff etwas empfindlicher und verzieht sich schnell. Wenn ich jetzt das Papier drin lasse, dann hilft das dabei, mein Blockelement oder meinen Block zu stabilisieren. Ich persönlich hasse es wie die Pest, dieses Papier insbesondere aus Nahtzugaben rauszufummeln. Deswegen ist jetzt quasi für mich schon der Moment, in dem ich das Papier entferne. Und wie setze ich jetzt den Block zusammen? Das machen wir jetzt elementweise. Und zwar als erstes setzen wir diese beiden Elemente zusammen. Und diese beiden Elemente. Ich zeige das jetzt einmal, wie man es macht mit Papier und einmal, wie man es ohne Papier macht. Mit Papier, ganz einfach, also ich verarbeite das genau so, als würde ich normale Patchwork-Elemente zusammensetzen. Diese Kante will ich verbinden, wir klappen es rechts auf rechts zusammen. Legen es schön gerade aufeinander. Dann sollte man es noch einmal feststecken. Ich mache das jetzt nur beispielhaft hier. Und dann kann ich jetzt entlang dieser Linie hier einmal entlang nähen und das Ganze zusammensetzen. Okay? Das ist der Teil mit Papier. Ohne Papier muss ich natürlich jetzt erstmal mein Papier entfernen. Und das zeige ich jetzt mal hier an diesem Element. Und zwar,
das Papier vorsichtig zu entfernen geht am besten, indem man es seitlich zur Seite wegreißt. Ich knicke mir dann mein Papier nochmal entlang der Naht zurück und dann reiße ich es einfach seitlich weg. So habe ich am allerwenigsten Zug auf dem Stoff. Ich reiße tatsächlich nur am Papier und nicht an meinen Fäden oder der Naht. Wenn ich das gut perforiert habe und gut vorgeknickt habe, dann funktioniert das auch wunderbar. Ich nehme jetzt das Papier weg, quasi in umgekehrter Reihenfolge zu dem, wie ich es genäht habe. Also ich fange außen an und Stück für Stück wird ein Element nach dem anderen entfernt. Also ihr seht, es geht tatsächlich ziemlich, ziemlich einfach. Und ich ziehe auch wirklich gar nicht an meinen Nähten oder an meinem Block. Okay, die beiden sind nun papierfrei quasi. Und jetzt mache ich es genau so, wie ich das mit normalem Patchwork auch mache. Und zwar lege ich sie wieder aufeinander. An der Stelle muss ich jetzt, weil das Papier halt nicht mehr da ist und mir meine Referenz gibt, wo denn jetzt meine Nahtlinie entlang läuft, einfach mit einer sehr sauberen Viertel-Inch-Naht arbeiten. Oder auch leicht knapp, also wirklich minimal knapp. Ich stecke mir das dann gerne auch großzügig. Hier mache ich jetzt aber noch mal eine Nadel rein. So, und jetzt nähe ich das einfach mit meiner ganz normalen Viertel-Inch-Naht zusammen. So, ich setze jetzt mal diese ersten Teile zusammen und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Okay, so sieht es jetzt aus, wenn die ersten Teile zusammengesetzt sind. Ich habe jetzt für die Demonstration das Papier entfernt. Und nach dem Zusammensetzen würde ich empfehlen, alle Nahtzugaben aufzubügeln. Das hilft dann auch nochmal bei der Genauigkeit. Vielleicht noch als kleinen Tipp für alle, die das Papier drin lassen möchten. Das ist definitiv ein guter Tipp, wenn man sich noch unsicher fühlt und sicher gehen will, dass sich auch wirklich nichts verzieht. Dann solltet ihr nach dem Zusammennähen, bevor ihr das Ganze dann aufbügelt, die Nahtzugaben, das Papier aus den Nahtzugaben entfernen. Also wenn dann hier eure Naht entlang läuft, dann dieses überstehende Papier zwischen Außenkante und Naht einmal entfernen, weil sonst kann sich das Ganze quasi so ein bisschen vergraben in der Nahtzugabe bis zum fertigen Block und dann ist es einfach nochmal schwieriger zu entfernen. Das tut aber dann quasi der Stabilität keinen Abbruch. So, jetzt, also ich habe jetzt diese beiden Elemente, diese beiden und diese beiden zusammengenäht. Im nächsten Schritt wird nun das hier zusammengenäht und das hier zusammengenäht. Das mache ich jetzt als nächstes. Ja, so langsam nimmt unsere Nähmaschine nun Form an. Jetzt im nächsten Schritt werden diese beiden Teile jeweils zusammengenäht und dann kann man diese drei Teile zusammennähen und zum Schluss dieses Teil ansetzen. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Block. So sieht nun unsere fertige Nähmaschine aus. Mit dem Block könnt ihr natürlich jetzt machen, was ihr möchtet. Ich bin sehr gespannt auf eure Umsetzungsideen, was ihr aus dem Schnittmuster macht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ob jetzt als Anfänger eine neue Begeisterung für meine Lieblingstechnik Foundation Paper Piecing oder als Fortgeschrittener, vielleicht habt ihr ja Lust, einfach mal den einen oder anderen Schritt ein bisschen anders auszuprobieren. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt darauf zu sehen, was ihr daraus macht. Solltet ihr bei Instagram sein, taggt mich doch. Ich schaue immer sehr gerne eure Bilder und eure Ideen und Umsetzungen an. Einfach mit @kultwerke, dann kann ich sehen, was ihr daraus macht. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wer gerne noch ein bisschen mehr von mir sehen möchte, der kann das auf www.kultwerke.com. Mein Patchwork und Quilten für Anfängerkurs wird demnächst in die nächste Runde gehen. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch dabei. Außerdem gibt es einen neuen Kurs rund um English Paper Piecing in Kürze. Wer Lust hat, ein Handnähprojekt
auszuprobieren. Für den ist da vielleicht was dabei. Meine Schnittmuster gibt's grundsätzlich auf Deutsch und auf Englisch. Also da könnt ihr vielleicht auch noch etwas für euch finden im Shop. Und ja, vielleicht sehe ich euch ja mal bei Instagram. Schaut doch rüber, sagt mal Hallo und ich freue mich, euch da zu sehen. Bis dann. Tschüss.